Hey Leute, willkommen zu einem neuen Video. Es geht weiter, wir bauen dann doch langsam mal was um an unserem G-Astra. Und zwar habe ich letztens, oder besser vor geraumer Zeit, schon ein Sportluftfilter-Kit entdeckt von K&N. Das wiederum habe ich relativ günstig bei Autodoc gefunden. Das ist ja erstmal keine Werbung, ich werde von denen nicht gesponsert. Ich kann euch bloß mal den Hinweis geben, dass ihr auch ruhig mal da nach Tuning-Teilen gucken könnt. Und mit den ganzen Rabattaktionen, die öfter mal haben, kann man auch ratzfatz mal ein bisschen Geld sparen. So, das Kit findet man im Normalfall irgendwie, glaube ich, bei Amazon für 150 Euro. Ich habe es jetzt für mit Versand, glaube ich, für 125 gekauft bei Autodoc. Ich bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher, plus minus 2 Euro oder so. Irgendwie den Dreh habe ich bezahlt. Egal, packen wir mal das ganze Paket aus. Mich hat die ganze Sache nur überzeugt, weil das Kit erstmal einen Teil, also besagt eine. Es hat keine ABE, es hat aber ein Gutachten dabei und es ist auch kein offenes Luftfiltersystem, sondern ein Upgrade für den Luftfilterkasten. Das wiederum verhindert ja, dass wir die ganze warme Luft aus dem Motorraum direkt ansaugen, was wiederum eigentlich mehr Leistung frisst, als das es bringt. Aber gucken wir uns das Kit mal in Ruhe an. Dann packen wir mal das Kit zusammen aus. Anfangen haben wir hier den Deckel für den Luftfilterkasten. Ich bin hier gespannt, ob der passt, weil guck mir das gerade so ein bisschen an und denke mir so, das soll passen? Mal schauen. Aber ansonsten, ihr habt, damit ersetzt ihr auf alle Fälle erstmal den oberen Teil eures Luftfilterkastens. Und hier habt ihr eine Wartungsluke, damit ihr an den Sportluftfilter rankommt. An sich von der Verarbeitung her sehr gut. Oh, Füllmaterial. Hier haben wir den Sportluftfilter und in gewohnter K&N-Qualität. Wir werden mal jetzt schauen, wir montieren als erstes den alten Luftfilterkastendeckel und dann schauen wir mal, ob der überhaupt passt. Wenn der passt, fangen wir an, das Ganze Sache umzubauen. Wenn nicht, war das jetzt erstmal ein ganz schön teurer Spaß, den wir und wie gesagt, teurer Spaß und eigentlich irgendwie eine Pleite fürs Video. Aber ich bin zuversichtlich, dass es passt und dass es auch funktioniert. Legen wir los. So, als erstes löse ich hier die Spange. Da ist ordentlich Futter hinter. Die sammeln wir mal, nehmen wir mal weg. Dann könnte ich nämlich das Rohr ab. Oder auch nicht. Ich glaube, wir klippen hier erstmal noch schnell den aus. Das soweit ab. Dann müsst ihr nur noch die Spangen hier lösen. Und dann kriegt ihr auch eigentlich den Luftfilter raus. Gucken, wie der aussieht. Jetzt nach ungefähr ein Jahr Nutzung. Geht noch. Kenne ich schlimmere. So, jetzt schauen wir als erstes, ob der neue Luftfilterkasten, also ob der Oberteil passt. Können das ja eigentlich auch mal kurz mit dem alten vergleichen. Mal kurz über. Sieht erstmal deckungsgleich aus. Das freut mich ja schon mal. So, was sagt er hier? Okay. Sich ein bisschen mit der Wartungsklappe. Na, doch teurer Spaß. Nee. Hey, das passt. Das passt. Krass. So, jetzt ist die Frage, würde das mit den Spangen halten? Weil ich jetzt eigentlich gar keine Lust habe, meinen original Luftfilterkasten zu bohren. Hey, das funktioniert. Der passt. Also im Normalfall habt ihr hier Schraubenlöcher, die ihr denn, weiß nicht, ob man das sieht. Was ist das hier noch mit dem Schlauch? Dann bin ich da verrückt.
Ey, das passt mit dem Schlauch auch noch. Also wirklich Plug and Play. Ja, dann bauen wir das Ganze jetzt nochmal aus, bauen den Luftfilter ein und dann geht das los. So, natürlich ganz unten im Karton befinden sich auch die Papiere zu dem schönen Luftfilter-Kit. Ich kann euch das mal ganz eben kurz und knapp zusammenfassen. Beim G-Astra zum Beispiel ist diese Box auf Serienfahrzeugen generell erlaubt zu verbauen. Ihr müsst aber nichtsdestotrotz noch eine TÜV-technische Abnahme durchführen lassen. Heißt also, ihr fahrt zu eurem Prüfer und lasst da schön ein. Das ist eine gute Frage, ob es ein 21er ist. Ist ja eigentlich keine Einzelabnahme, ist ja eigentlich müsste eigentlich ein 19.3 sein oder wie das heißt. Ich bin auch schon ein bisschen raus. Mittlerweile geht es bei mir auch viel um Eintragungen, halt ich mache viele 21er mittlerweile. Nichtsdestotrotz, an Serienfahrzeugen könnt ihr sie jederzeit verbauen. Habt ihr eine Sportabgasanlage, müsst ihr als erstes gucken, was steht in den Papieren von der Sportabgasanlage, weil jetzt in meinem Fall mit dem G-Astra und dem 1.6er stand drinne, zu prüfen ist in der ABE oder in der EG-Typengenehmigung von der Abgasanlage, ob etwas gegen einen Sportluftfilter spricht. Ich habe ja jetzt nun mal hier eine Fox-Abgasanlage runter, wie ihr wisst, die jetzt auch endlich wieder ja, dicht ist nach dem Cut-Diebstahl. Und da steht nichts drinne bezüglich, dass ich keinen Sportluftfilter fahren kann.
Heißt also, es hebelt sich nichts gegeneinander auf, es arbeitet alles ineinander, aber eine Abnahme ist trotzdem noch Pflicht. Mein TÜV-Prüfer hat auch schon im Vorfeld grünes Licht gegeben zu dem Umbau. Das werde ich jetzt auch am Montag, dann denke ich mal, gleich tun, weil wir haben heute Samstag, ich habe das jetzt umgebaut, fahre Montag früh ganz entspannt zum TÜV oder am Montag nach Mittag besser gesagt und die ganze Sache wird abgenommen. In dem Sinne, bleibt sauber, lasst Sachen abnehmen, macht euch vorher schlau, bevor ihr Sachen umbaut, nicht, dass es euch so ergeht wie mir, der dann da 2 Jahre lang seinen Vectra nicht durch den TÜV kriegt, weil der Heckspoiler nicht passt. In dem Sinne, ich hoffe, das Video hat euch gefallen, konnte euch weiterhelfen, hat euch gefallen. Wenn ja, lasst ein Like da, wenn nicht, ein Abo und bis zum nächsten Video.